Nach dem Training dann ist alles gut und dann ist er gut drauf, aber so ganz früh in den Morgen dann einfach in Ruhe lassen. Ja, du kannst nicht gehen, Jack. Ich kenne ihn. Ein Genie. Ja, da haben die auch bestimmt mir genannt, da. Wout Weghorst. Der Wout. Ja, Wout. Ich werde sagen, Wout. Auch Wout, denke ich. Ja, das ist ja ganz klar, natürlich. Ist ein besonderer Typ. Er will halt immer gewinnen. Jeder weiß, er ist immer sehr emotional und das schätzen wir auch alle, aber... Wenn Wout schießt ein Tor und ist abseits, jetzt ist das Training vorbei. Er ist so sauer. Ja, eine kleine Drama-Queen. So, Wout ist also ein Drama-Queen. Sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst und verfällt dann ab und zu mal in diese Drama-Queen-Schiene, wenn es mal nicht so läuft, wie er das gern hätte. Wenn irgendwie mal was nicht so passt von der Entscheidung, dann gibt es halt manchmal ein bisschen Auseinandersetzung, aber alles im Rahmen. Na gut. Aber auf eine positive Art und Weise und von dem her ist er für mich auch die Drama-Queen. Ja, ich muss ehrlich sagen, Maxence ist auch ein bisschen Drama-Queen. Maxence ist immer im Training, wenn er mal so eine bekommt oder so, oder einen kleinen, dann ist es immer direkt viel Theater, muss sozusagen. Oder, ja, das würde ich sagen. Fragen gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Niemand. Selbsterklärend spricht er dann für die Verantwortlichen. Ja gut, das ist schnell beantwortet, ist der Herr Pongracic. Da muss ich auch Marin sagen. Ja, Marin, der ist sehr aufmerksam und will dann nochmal gerne alles wissen. Der fragt immer irgendwas nach. Also manchmal frage ich mich, was er nachfragt, aber er hat irgendwas immer zu melden. Zeig doch dann gerne auf im Unterricht und schnips. Es ist aber interessant, weil ich glaube, wenn keiner was fragt, dann wird es nur so hingenommen. Und ja, zur Verdeutlichung, das bedeutet auch, dass die Spieler sich selber damit beschäftigen. Also das ist gar nicht so, das ist auch schlecht. Ich. Ganz klar ich. Renato. Renato Steffen. Renato Steffen. Renato Steffen. Warum? Ja, weil... Ich weiß auch nicht, der frühstückt doch gar nicht. Ich weiß auch nicht, der kommt da nicht raus. Habe ich ihn auch manchmal gefragt, aber... Der geht dann immer mit so einer sehr ernsten Miene durch die Gegend. Ist, glaube ich, nicht so der Morgenmensch. So eine Kabine. Wenn du mir Hallo sagst, dann kriege ich vielleicht ein Hallo raus oder Guten Morgen, aber sehr schwer. Braucht dann seine Zeit, um anzukommen. Aber was ich mitbekommen habe, hat er jetzt eine neue Kaffeemaschine. Ich glaube, die hilft ihm, auch eine bessere Seite von sich rauszuholen. Nach dem Training dann ist alles gut, dann ist er gut drauf, aber so ganz früh in den Morgen dann einfach in Ruhe lassen. Deswegen ganz klar ich. Ich glaube, es gibt ein paar, die haben das praktische Frisuren, ich aber praktische. Ginny hat es jetzt praktisch, Jay hat es auch ganz praktisch. Ich muss sagen, ich habe viele Topmodelle. Aber oh, Gini ist oh ja. Ja, du kannst nicht Gini checken. Ich kenne ihn. Ein Gini. Boah, ich muss ehrlich sagen, bist zwar jeden Tag mit denen zusammen, aber ich achte da nicht so drauf. Ne? Ich würde sagen, unser Physio, der Lange, der Patrick, der hat nämlich, glaube ich, den Friseur, bei dem ist der gestorben. Also, ich glaube, bei dem gibt es seit 2 Jahren keinen Friseur, darum hat der die schönste, schöne Holzfellermähne da. Gini? Ja, sagen wir mal, der Admir, der hat ja jetzt versucht, ein bisschen was zu ändern. Ne? Ist auch hin und her. Er hat gesagt, Admir. Echt? Oi, oi, oi.